Hey Hero Maniacs, wir sind zurück und wenn mich nicht alles täuscht, war im letzten Spiel das wunderbare All-Star-Spiel auf dem Plan und ich habe so ein bisschen verdrängt, was in der letzten Folge war, weil ein paar Tage vergangen sind, aber ist ja nicht ganz so schlimm, dafür habe ich euch ja. Wir wollen heute das nächste Spiel spielen und ja, ich würde es fast schon so ein bisschen als Top-Spiel betiteln, wenn wir uns mal die Statistiken unseres nächsten Gegners anschauen und wir springen direkt rein. So, man fühlt sich ja fast schon ein wenig klein, während wir ja zurück in den Miner sind. Es ist schon so ein bisschen was anderes, denn nachdem wir beim letzten Mal so ein bisschen an der großen MLB-Luft geschnuppert haben und mal eins der großen Stadien gesehen haben, es ist fast, man fühlt sich fast sehr, sehr klein. Also ich freue mich jetzt tatsächlich darauf, wenn wir endlich in die MLB berufen werden, aber ich habe es schon mal erwähnt, ich möchte nicht, dass das zu früh passiert, einfach weil es unsere Entwicklung vermutlich eher ein bisschen bremst. So, los geht's an Schnack mal. Wir sehen momentan unseren Average. Der geht sogar, hält sich in Grenzen. Also, was heißt, hält sich in Grenzen? Der ist wunderbar momentan. So sollte man es sagen. Ach, schade. Das geht ja fast schon so, so durchschnittlich weiter, wie es im All-Star-Spiel aufhört, bevor wir ausgewechselt wurden. Aber wir kriegen nochmal eine Chance am Schlagmal. Ja, ich glaube, ich schlag mal. Wir haben kein Stehen, also wäre schon richtig zu swingen. Ach, ich treffe die aber auch so beschissen momentan. Das ist unfassbar. Mein Timing ist. Irgendwie ist mein Timing so ein bisschen off momentan. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Oh, nochmal am Schlagmal. Mein Gott, heute kriegen wir aber eine Chance nach der anderen. Jetzt kommt man richtig schön. Ein bisschen konzentrieren wieder. Oh, der ist abgesackt. Diese Absackerbälle, die hasse ich. Wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich hasse, dann sind es diese Bälle, die so stark absinken. Ach, zu früh. Oh, der war richtig perfekt, aber zu früh. Was ist mein Timing denn so off heute? Weniger Alkohol. Ach. Tja, ich weiß nicht so ganz, was heute los ist. Sondern versuchen, das Ding mal ins Feld zu kriegen, dass zumindest die Kollegen was rausholen können. Allgemein von der Idee her nicht schlecht. Oh, schön durch die Beine. Oh, guck mal, wieder, der ist am Mal hängen geblieben. Sehr schön. Zumindest noch hier so ein bisschen, Entschädigung, wir sehen das jetzt. Der fliegt nämlich genau aufs Mal zu und zack, fliegt er hoch in die Luft. Viel Glück gehabt. Sonst wäre er nämlich genau beim Fielder gelandet. Ja, das lief doch tatsächlich jetzt ganz gut. Und wisst ihr was? Steht da einer? Steht. Ja, okay, da steht einer. Schade. Sonst hätte ich mir jetzt mal eine Base gestohlen. Ich meine, viel haben wir heute eh nicht mehr zu verlieren. Was soll's? Ab und an muss man auch mal was in Kauf nehmen. Gerade wenn man die ersten Dinger so beschissen schlägt. Oh, und ich bin so abgelenkt, weil im Hintergrund ist eine Snackbar. Eine Snackbar. Bringen wir mal ein paar Nüsse. Weil Sonny sind irgendwo die Nüsse abhanden gekommen, glaube ich. Aber ist voll das Stadion heute. Gar nicht so, aber zumindest hier. Na gut, ich meine, wenn man zum Baseballspiel geht, möchte man, glaube ich, auch den besten Platz haben. Und das ist irgendwie so in dem Bereich vorne. Also einfach, wo man schön den Catcher sieht. Wo man sieht, wie die Bälle einigermaßen fliegen. Und ich gehe mich hier gerade kaputt beim Spielen. Ein gutes Sinnbild für das, was hier gerade auf der Base passiert. Oh, sehr schön. Tja, da hat er vier Fehler gemacht. Oh, ich glaube, er wird ausgewechselt. Ich glaube, die wechseln ihren Pitcher aus. Okay. Nicht ganz so schlimm. Wir sehen jetzt, unsere Bases sind beladen. Er wirft aber auch nicht viel besser, der Kollege. Ja, für uns natürlich gut. Ich meine, wir haben zwei Outs schon auf dem Spielbrett. Ja, der ist ein Out. Das ist für uns natürlich jetzt hier einigermaßen wichtig, dass er das Ding schön weit ins Feld schlägt, dass wir zumindest alle aufrücken können.
Oh, wird gefangen. Wird gefangen, bringt also alles nichts. Schade. Ich glaube, das war's auch für dieses Spiel. Da wird sich nicht mehr so viel tun. Gucken mal. Nee, das war's. Ja, keine Sorge, wir werden heute noch eins spielen. Wie gesagt, weil das war jetzt schon ein bisschen kurz. Wir springen direkt zum nächsten Spiel. Ich spare mir die Ladezeiten. Ich glaube, die grausame Leistung müssen wir nicht nochmal auf dem Papier sehen. So, die Isotopes. Ach ja, so, zwei Outs. Wir sind am Schlagmal. So, ich konzentriere mich einfach mal ein bisschen, dass wir, ja, mal gucken. Oh, nah an den Körper geworfen. Der war tatsächlich nicht so übel, der kam eigentlich ganz gut rein, aber ich denke, da war mein Timing. Was hat er denn da im Hintergrund? Was hat er denn da im Vordergrund ist das? Also der war eigentlich positionell, war der relativ gut. Mein Timing stimmt heute irgendwie nicht. Ich meine, den hätte ich jetzt eh nicht getroffen, weil der außerhalb der Hitbox war, aber... Aber mein Timing irgendwie ist heute... nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, und dann hier wieder... Ich weiß nicht, ob es zu früh, ob es zu spät war. Ja, nochmal zur Show reinrutschen, aber das bringt natürlich gar nichts. Ich weiß nicht, also mein Timing ist momentan echt so ein bisschen off, habe ich das Gefühl. Auch im All-Star-Game. Ich meine, okay, ich sollte mich vielleicht nicht beschweren, weil ich habe im All-Star-Game nur meinen Homerun im ersten Try geschlagen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, in letzter Zeit ist einfach mein Timing so ein bisschen... geht in eine Richtung, die mir nicht so ganz gefällt. Vergiss es. So. Gute Reaktion wird uns attestiert. So, da geht's ins vierte. Wir sind am Schlagmal. So, 0 for 1 momentan. Oh, warum schlage ich denn da? Aber die sind manchmal auch sehr schwer zu sehen einfach, wie die reingeflogen kommen. Manchmal sehen sie gut aus und dann sind sie doch nicht so super toll. Ein bisschen Geduld beweisen. Man kann ruhig mal nach dem ersten schlagen, aber danach sollte man sich wirklich konzentrieren. Oh. Der war zu hoch. Ich dachte, der kommt eigentlich ganz gut. Jetzt wird es natürlich schon wieder kritisch. Ja, zumindest ins Feld bekommen. Das zählt. Bleiben wir an der First Base stehen. Ja, in Ordnung. Ich habe ja natürlich absichtlich nach unten gezielt, aber man hofft natürlich immer, dass der ein bisschen mehr Drei kriegt. Aber es kommt natürlich immer auch darauf an, ja, wo fliegt der Ball einfach hin? Wie trifft man ihn? Und wie gesagt, wenn das Timing eh momentan so ein bisschen off ist, dann... ist das nicht ganz so einfach? Ich meine, ich könnte ja auch mal versuchen, eine Base zu stehlen, aber... wollen wir mal versuchen, eine Base zu stehlen? Wir sind nicht besonders schnell, ne? Mal einen nach vorne wagen. Oh, wir sind gut, wir sind gut! Wir haben eine Base gestohlen, wir haben eine Base gestohlen! Puh, da gucken wir es uns nochmal an. Da laufe ich los in dem Moment, wo er natürlich wirft und bin dann lange drin, bevor der Ball überhaupt ankommt. Lange drin ist auch übertrieben, aber zumindest reicht es. Ja, wenn die KI-Kollegen schon nicht dafür sorgen, dass wir eine Base kriegen, dann versuchen wir uns halt selbst eine zu holen. Aber gut, jetzt werde ich es auch nicht mehr übertreiben. Wenn man beim Stehlen geklaut wird, dann ist das meistens ein relativ großer Verlust der Trainingspunkt und das will ich dann doch nicht in Kauf nehmen. Also setzen wir hier einfach mal auf die Teamkollegen. Ich meine, wir haben noch kein Out auf der, auf der Uhr sozusagen. Das heißt, eigentlich könnte hier mal die Chance gut sein, dass wir tatsächlich mit einem Run nach Hause holen. Nee, das wird nix. 2-2. 2-2. Mir wäre es natürlich lieber, wenn der Kerl noch einen Fehler wirft, weil dann ist die Chance groß, dass er im nächsten Pitch... Oh, Strikeout. Strikeout an der Stelle. Tja, das hat mir nicht so angenehm. Vielleicht auch noch versuchen... Wir lassen immer gucken. Also wenn der nächste Kollege es auch nicht hinkriegt, das Ding irgendwo ins Feld zu schlagen, vielleicht versuchen wir dann tatsächlich mal noch eine Base zu stehlen. Was soll's.
No risk, no fun, ne? YOLO! Zur Sicherheit mal zurückgehen. Na komm. Aber volles Haus hier übrigens. Ich glaube, die haben gehört, der All-Star ist in the house. In his house. Ist natürlich sehr angenehm. Wobei man nach da guckt, geht schon wieder. Können sie ein bisschen mehr. Aber zumindest, gut, die sitzen natürlich in dem Bereich, wo man eigentlich sitzen möchte. Also ich glaube, wenn man zu einem Baseballspiel geht. Oh Gott, ey, der schwingt auch so komplett grenzwertig, denke ich. Also wenn man zu einem Baseballspiel geht, dann möchte man, glaube ich, da sitzen, in dem Bereich, den wir jetzt sehen. Also da irgendwo bis da. Nee. Das war richtig, da zurückzugehen. Das Problem ist natürlich, wir haben das nächste Out. Also man möchte eigentlich, glaube ich, da sitzen, aus dem simplen Grund, weil, ja, weil einfach das sieht man am besten. Also du willst ja, wenn du da hinten irgendwo sitzt, ist natürlich schwer zu sehen, was so richtig abgeht. Deswegen immer da hinterm, also quasi hinterm Better sitzen, ist glaube ich das Beste. Ich glaube, das wird hier nichts mit den Jungs. Weißt du was? Der steht da. Ich versuche mir noch eine Base zu stehlen. Weißt du was? Am Arsch. Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Mal eben so die Third Base gestohlen. der Base-Stehler heute. Guck dir das mal an. Ja, da haben sie versucht, mich schnell rauszukriegen, aber ich war schneller drin. Also als er den Handschuh zurückzieht, war es zu spät. Tja, aber hier stehlen, das wird natürlich jetzt nichts. Das heißt, jetzt sind wir wirklich auf unseren Mitspieler angewiesen, dass der zum einen kein Strikeout kriegt, weil dann endet es eh hier, und zum anderen ist natürlich die Gefahr da, dass er beschissen schlägt und dann eliminiert wird, bevor er zur First Base läuft. Also, tja, man kann immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, das war's. Man kann immer nur bis zu einem bestimmten Punkt natürlich arbeiten und muss dann so ein bisschen einfach auf seinen Teamkollegen hoffen. So, defensiv. Ja, aber war doch mal ganz lustig, ne? Ich glaube, ab und an muss man auch ein bisschen was wagen und so eine Base stehlen hier und da. Das kann man auch ruhig mal machen. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Punkte in Schnelligkeit gesetzt. Also sollten wir es auch ausnutzen. Und wenn man das Timing eigentlich richtig raus hat, dann hat man eigentlich immer eine ganz gute Chance. Das einzige Problem ist halt, dass sich der Pitcher natürlich jederzeit umdrehen kann und zur Base zurückwirft. Und wenn du dann so ein, zwei Schritte schon weiter weggehst, ist natürlich die Chance groß, dass du einfach gar nicht zurückkommst und da rausgeworfen wirst. Ja komm, hau rein. Das ist ja nicht so viel Zeit, Kollege. So, aber jetzt wäre es natürlich auch schön, wenn es am Schlag mal nochmal irgendwo funktioniert. Aber momentan, wir sind gar nicht dran. Aber zwei Outs eigentlich hier, relativ gute Chance. Das ist mittlerweile der 69. Pitch, der übrigens geworfen wird in diesem Spiel. Ja, komm, schön. Ja, sauber. Das funktioniert. Das funktioniert gut. Kein Problem, im Hintergrund schön die Berge. So, jetzt sind wir am Schlag mal. Zwei Bases besetzt. Also hier wäre es wichtig, das Ding einfach ins Feld zu kriegen. Also ich werde nach unten zielen, gar nicht for the fences schwingen. So, ich konzentriere mich hier mal ein bisschen. Zu hoch. Zu nah am Körper. Hätte ich nicht nachschlagen sollen. Puh, fehlt gerade jetzt ein Geduldsspiel hier. Der versucht natürlich relativ viel gerade. Ihr merkt das. Ah, schade. Der kam sogar relativ gut rein. Oh, jetzt wird schon wieder kritisch. Soll ich mal banden? Soll ich das Ding mal banden und meinen Kollegen eine Chance geben? Ich versuche mal zu banden. Wir banden. Wir sind raus, aber unsere Kollegen... Ja, wir sind raus, aber unsere Kollegen dürfen sich zumindest eine Position erlaufen haben. Also wir haben uns hier quasi geopfert an der Stelle, damit die Kollegen weiterkommen. Das kann man natürlich, so ein Sacrifice-Band kann man natürlich ganz gut machen, gerade zum Anfang eines Spiels. Sonst hat ja was gebracht. Ihr seht, wir haben zumindest einen Punkt oben geholt.
Wir gucken uns das nochmal im Detail an, weil wir haben, glaube ich, so ein Band noch nie gesehen im Lauf der Reihe. Wir haben ja gesehen, da stand einer an der First Base, hier stand einer an der Second Base. Und dadurch, dass ich sozusagen den Schläger schräg halte, das Ding also quasi einfach nur hier abprallen lasse, dummerweise in die falsche Richtung ist er abgeprallt. Es wäre deutlich besser, wenn er so ein bisschen nach da gegangen wäre, weil dann hätte er hier aufrücken müssen nach da oder er nach da ziehen müssen. Und so passiert es natürlich, wir laufen los, unsere Jungs können laufen. Die kümmern sich jetzt eigentlich nur um mich. Ihr seht, dass der Pitcher rückt auf zur First Base. Also wenn der Ball anfangs nach hier geflogen wäre, wäre die Chance deutlich größer, als dass ich hier noch auch durchgekommen wäre und safe gewesen wäre. Aber für uns natürlich wichtig, er ist sicher und ja, wir haben uns geopfert. Also es war hier die richtige Entscheidung tatsächlich, weil die Chance war groß, dass ich einfach noch einen Fehler mache und dann hat keiner was davon. Deswegen in solchen Momenten kann man sich auch ruhig mal opfern. Das ist nicht verwerflich, wie wir auch anhand der Punkte gesehen haben. Es wurde uns sehr positiv angerechnet. So, wir führen 4-2. Das ist sehr schön. Und jetzt gehen wir an Schlag mal. Zwei Outs, eine Base ist besetzt. Hier macht natürlich jetzt ein Bunt gar keinen Sinn, denn wir opfern uns ja quasi so ein bisschen, wenn wir nicht durchkommen. Oh, der kam so gut rein. Da muss mein Timing off gewesen sein, weil der kam richtig gut rein. Ihr seht das, der ist genau in dem Bereich, wo ich gerne schlage. Vielleicht ein bisschen mehr nach links hätte er gekonnt. Ah, zu tief. Ah, in der Kürze liegt die Würze. Ne? Man muss ein bisschen Geduld haben auch. Oh, was war das denn? Was war das denn für einer? Oh, jetzt wird schon wieder kritisch. Spannung, ey. Spiel, Spaß und Spannung. Ach, Glück gehabt, ey. Ach, was ist mein Timing denn so off heute? Das war ja viel, viel, viel zu früh. Also viel zu früh. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich tatsächlich. Das wäre besser gegangen. Naja, mal gucken, was hier jetzt wird. Zwei Bases sind besetzt, die haben noch keinen Out. Ja, wenn wir Glück haben, können wir hier irgendwie ein... Na, er zu uns... Ja, und wir hätten, im besten Fall hätten wir da noch werfen können, wenn alles ein bisschen schneller gelaufen wäre, aber ja, er hat auch gebuntet, wir sehen es hier, hat sich auch geopfert, sorgt dafür, dass seine Leute aufrücken, also das gleiche Spiel und in seinem Fall sogar die bessere Position, denn, wobei, er ist auch out, aber im Grunde genommen war das die Situation, die ich haben wollte, dass der Ball mehr zu der anderen Richtung fliegt und ich denke, das war es jetzt, oder? Na, es tut sich noch was. Oh, okay, wir haben einen Stand von 4-4, das heißt, es könnte die Verlängerung geben, wenn wir jetzt hier nicht den eliminieren. Der ist raus, okay, damit haben sie zwei Outs. Also ich denke, es wird hier in die Verlängerung gehen. Mal gucken. Ja, kommt drauf an, was er jetzt macht. Die haben keine Base beladen. Also wenn er jetzt nicht einen Home Run schlägt, dann sind die Chancen eigentlich relativ gut, dass wir ins 10. Inning gehen. Ach scheiße, das wäre meiner gewesen, aber egal. Der Kollege steht da, raus und es geht in die Verlängerung. Sehr cool. Ja, muss ab und an auch mal sein. So, und wir sind am Schlag mal. Uiuiui, Lilo Tifier von Bödefeld. So, ich konzentriere mich jetzt mal wirklich drauf. Also ich werde jetzt mal die paar Minuten gar nichts sagen. Verzeiht es mir bitte. Das lief schon mal ganz gut, aber wir haben natürlich eine beschissene Ausgangssituation hier, um ganz ehrlich zu sein. Also zwei Outs auf unserer Seite. Tja, da kommt es jetzt viel zu sehr auf den Kollegen an. Wir könnten natürlich versuchen, hier jetzt nochmal eine Base zu stehlen, um uns eine bessere Position zu verschaffen, aber
Wir müssen an der Stelle jetzt bedenken, für ihn ist es relativ... Wobei, so einfach ist es auch nicht, den Ball zurückzuwerfen. Soll ich mal versuchen? Ich meine, was haben wir zu verlieren, oder? Ich wusste, wir sind raus. Ich wusste es, ja. Ich sag's noch, es ist für ihn eigentlich das Einfachste, den Ball zurückzuwerfen in so einem Moment, wenn eh schon zwei Outs da sind, aber... Und wir haben das Ding verloren. Man muss ab und an aber ein bisschen was riskieren. Und ja, hier hat es leider nicht so ganz funktioniert.